Wir sind hier bei der Amadeus Group, Dirk Pahuwer, Volker Deifel. Hallo, einen schönen guten Abend. Hallo, grüß dich. Es ist ein proppevoller Messestand hier. Ging das heute den ganzen Tag? Ja, war der ganze Tag, weil wir waren ja vom letzten Jahr ein etwas knapperes Messebesucher hier bei unserem Stand. Aber dieses Jahr ist ja brechend voll. Also ich glaube, wir sind bei den gleichen Zahlen wieder, wie sie vor 2020 bzw. vor der Pandemie noch waren. Ja, und man kann euch ganz herzlich gratulieren. Ihr habt nämlich 30-jähriges Firmenjubiläum. Ja, besten Dank. Haben wir sauber hinbekommen bis jetzt. Ja. Wie macht ihr das? Das Geheimnis eures Erfolges? Ganz einfach. Er lässt mich in Ruhe und ich lasse ihn in Ruhe. Und dazwischen kauft ihr Immobilien, er verkauft sie. Ja, wir sind ja, bestehen ja aus zwei Teilen. Einmal, dass wir eine Bauträgergesellschaft sind. Und zum Zweiten, dass wir eine Vermögensverwaltung sind. Und an der einen Seite kaufen wir die Grundstücke auf, dann beplanen wir die, bebauen die, verkaufen dann diese, die Immobilien auch wieder in Form von Eigentumswohnungen. Und auf dem anderen Teil kaufen wir Wohnanlagen auf, die wir dann bei uns in die Verwaltung dementsprechend nehmen und natürlich auch von den Mieteinnahmen dann leben. Stichwort neue Projekte vielleicht? Ja, aktuell sind wir gerade noch an unserem Limburger Objekt dran und dann geht es wieder ins Rhein-Main-Gebiet mitten rein nach Offenbach und da bauen wir 82 Wohnungen und 5 Gewerbeeinheiten. Da freuen wir uns sehr drauf, ein sehr schönes Objekt mit kompakten, guten Wohnungen, schön vom Mietmarkt geeignet und da haben wir wirklich viel Expertise reingesteckt, 30 Jahre Erfahrung und ja, das wird eine schöne Sache, freuen wir uns sehr drauf. Ja. Wir haben letztes Jahr über das Projekt gesprochen, das ist, glaube ich, jetzt so gut wie verkauft. Habt ihr gesagt? Ja, wir haben letztes Jahr unser Anniversary-Projekt gemacht, 30 Jahre. Da haben wir jetzt am nächsten Wochenende, haben wir dort Richtfest. Das heißt, im Verkauf sind von den 108 Wohnungen, die wir dort hatten und den 1000 Quadratmeter Gewerbe, haben wir gerade noch 18 Wohnungen über. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir Richtfest feiern, sind wir ganz stolz drauf, dass wir das innerhalb dieser kurzen Zeit so gepackt haben. Ja, herzlichen Glückwunsch auch dazu. Jetzt beginnt hier gleich die Musik. Zum Thema Inflation und Krise. Also mit einer Wohnung ist man ja eigentlich heutzutage immer bestens beraten oder mit Eigentum, oder? Ja, wir haben ja, da gibt es ja gerade zwei Meinungen darüber. Auf der einen Seite ist es natürlich, wir merken, dass der Eigennutzermarkt, also die Leute, die sich eine Immobilie kaufen, um selbst einzuziehen, wird es ein bisschen schwieriger. Das merken wir, der flacht gerade ab. Wir sind aber mehr spezialisiert auf den Kapitalanlagemarkt. Und solange es natürlich auf dem Geldmarkt noch keine Zinsen gibt und wir eine 10%ige Inflation haben, ist natürlich Betongold eigentlich die beste Alternative da dafür. Ja, das hört sich gut an. Ihr seid doch ein sehr, sehr großer Arbeitgeber. Ja, wir haben mittlerweile knapp über 170 Mitarbeiter und sind an der Stelle auch sehr am Wachsen. Also unser Thema ist momentan Recruiting. Wir brauchen Leute an allen Ecken und Enden. Wir arbeiten ja von der Hausmeisterei über Verwaltung, Vertrieb, an ganz vielen Ecken und Enden. Und da braucht man wirklich Unterstützung. Und wenn da jemand Interesse dran hat, soll er sich einfach melden. Kann jederzeit auf unsere Homepage gehen. Also wir haben eine eingerichtet, amadeus-karriere.de. Da findet ihr alles, was wissenswert ist. Das ist ja großartig, weil gerade in der heutigen Zeit jemanden eine Arbeit bieten, eine Arbeitsstelle, ist ja wirklich fantastisch. Wir haben ja mittlerweile nicht nur, dass wir die Arbeitsstelle bieten, sondern wir sind auch ein großer Ausbilder. Wir haben zurzeit 27 aktive Lehrlinge. Und uns freut es ganz besonders, dass diese Seite, die erwähnte, nämlich amadeus-karriere.de, Karriere.de, so ist es richtig, wird ausschließlich von unseren Lehrlingen betrieben und die machen da wirklich so, zeigen mal den Alltag, den es bei der Amadeus gibt, also dass wir nicht nur miteinander arbeiten können, sondern dass wir auch mal miteinander feiern können und dass man auch bei uns als in der Amadeus Familie, wie wir uns dann so ein bisschen Spaß haben kann. Ja, und ich finde es auch mal sehr schön, wenn man sich mal mit Mitarbeitern von euch unterhält, dann sagt der eine, ich bin 8 Jahre da, ich bin 10 Jahre da, ich bin 20 Jahre da, ihr seid natürlich am längsten da, ist ganz klar. Und das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen für ein Unternehmen. Aber muss man auffallen, dass dann die Mitarbeiter, die dann schon 8 oder 10 Jahre da sind, alle noch unter 30 sind. die länger dabei sind, die sind dann schon über 30. Naja. Ja, es macht schon viel Freude, mit den Leuten langfristig zu arbeiten. Das ist einfach, das ist auch eine vertraute Geschichte. Es ist einfach etwas, es ist auch ein gegenseitiges Vertrauen da. Das macht Spaß. Das spricht für das Unternehmen. Ja. Ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas zu sagen? Haben wir noch was vergessen? Also, ich sag mal so,
Wir sind jetzt das 10. Mal hier auf der Expo Real, haben den ersten Tag hinter uns gebracht, gestern Abend schon ein wunderbares Come Together gehabt und heute freuen wir uns jetzt im Anschluss gleich auf unsere Amadeus Standparty. Die wird jetzt gleich im Anschluss hier beginnen. Da gibt es noch ein paar Cocktails, dann haben wir noch ein paar hessische Weine mitgebracht, die wir natürlich dann dementsprechend auch servieren wollen und gibt auch noch einen kleinen Snack für jeden und dann haben wir wenigstens noch einen schönen Abschluss für den ersten Tag hier auf der Messe. Ja, vielen Dank. Also die Messe sozusagen unverzichtbar für euch. Ja, gehört absolut dazu. Einmal im Jahr in München ist auf jeden Fall wichtig. Ja, man trifft halt alle am Markt gängigen Player. Die Banken sind da, es sind viele gute Gespräche zu führen. Das macht schon Spaß. Ja, man sieht also, die Messe ist deutlich voller als letztes Jahr. Also ich sag mal, aktuell auf der Messe kann man wirklich sagen, wir werden hier in 3 Tagen ungefähr das Arbeitspensum von 3 Monaten bei uns abarbeiten können. So viele Gespräche kann man hier führen, weil es sind wirklich alle relevanten Player hier vor Ort und das macht die Messe für uns so wichtig und so wertvoll. Also definitiv mehr Leute oder Ansprechpartner für euch als letztes Jahr? Definitiv. Ich denke, dass doppelt so viele Leute da sind. Mhm. Aussteller auf alle Fälle. Ja. Sehr interessant. Vielen Dank euch. Gerne. Und weiterhin so viel Erfolg wie bis jetzt. Besten Dank. Dankeschön.